Hallöchen meine Lieben, willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Willkommen zu Smallland Survive the Wilds. Ein kleines, schönes Survival Game, noch im Early Access Status. Es gibt schon eine Roadmap, also es kommen noch sehr viele Sachen auf uns zu. Und ich würde sagen, wir gucken da einfach jetzt gemütlich rein in einem schönen Let's Play. Mal gucken, was schon geht, was wir machen können und so weiter. Ich habe schon mal kurz reingeschaut. Und habe sehr lange im Charaktereditor verbracht. Da werden wir jetzt auch ein bisschen drin verbringen und werden uns natürlich einen neuen Charakter erstellen, eine neue Welt erstellen. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. So, mein Name natürlich. Richtig schreiben. So, jetzt geht's los. Passt auf. Weiblich. Das ist schon mal wichtig. Ich muss sagen, mir haben diese normalen Sachen eigentlich immer voll gut gefallen als diese super außergewöhnlichen Sachen. Also wir machen weiblich. Ich finde es vom Gesicht her voll schön eigentlich, ne? Also das da machen wir auf keinen Fall. Das sieht aus wie ein Fisch. Ich finde, das da hat was. Ich weiß noch nicht was, aber es hat was. Damit wir nicht normal machen, machen wir mal sanft. Wie gesagt, es hat was. Ich kann noch nicht genau sagen, was, aber es ist okay. Es ist okay, wir machen das. So, hier bei den Ohren, ich saß so lange, ich weiß immer noch nicht, welche gut sind. Die finde ich ja schon okay. Aber das wäre halt auch wieder so Standard, ne? Die finde ich... Sowohl die als auch die finde ich ein bisschen zu weit unten. Und den finde ich halt, wie schon gesagt, ein breiter und ein gezackter ein bisschen zu weit raus. Also die sind mir zu lang. So vom Ding her. Aber vielleicht, ich weiß nicht, von hinten? Man sieht ihn dann meistens von hinten, ne? Von daher ist es jetzt nicht so... Sollen wir mit denen gehen? Also die da auf keinen Fall. Ich glaube, ich gehe mit denen. Wir gucken mal. So, und die Augenbrauen. Wir haben glatt. Stylisch. Oh, die waren natürlich auch voll schön. Die sind buschig, was ich ja total witzig finde. Eigentlich müssten wir mal so einen totalen Kreis machen oder so. Und die sehen natürlich auch sehr komisch aus, aber die da sehen so witzig aus. Die sind so witzig, eigentlich müssten wir ja schon... Wenn ich jetzt nicht seriös spielen würde, würde ich ja fast die da machen. Aber es ist, glaube ich, ein bisschen too much. Wenn, dann müssten wir echt so eine alte Dame spielen. Vielleicht, überleg gerade. Nee, das passt aber nicht zum... Nee, ich kann das nicht machen. Ich mach stylisch. Da könnten wir tatsächlich was machen, aber sehe ich jetzt bei uns eher nicht so. Wir könnten uns einen Schnurrbart machen. Und dazu die anderen Augenbrauen. Ja, nein. Ein Backenbart. Siegenbart. Das sieht natürlich auch cool aus. Oh, ich würde mir gerne... Ich liebe Bärte bei Männern und ich würde mir immer gerne Charaktere machen, die einen Bart haben. Aber da ich ja mehr weibliche Charaktere... Klar können weibliche Charaktere auch einen Bart haben. Hatte ich ja auch bei V-Rising. Aber bei V-Rising konntest du auch deinen Charakter im Spiel ändern. Das heißt, ich konnte mal verschiedene Bärte machen, verschiedene Sachen und so weiter, wenn es mir gerade nicht mehr gefallen hat. Das geht halt hier nicht. Also glaube ich zumindest. Deswegen, ja. Die Bartfarbe brauchen wir nicht. So, jetzt wird's witzig. Jetzt wird's super witzig. Welche Fühler machen wir? Gekeult. Bartenförmig. Also die sind... Also die da würde ich nicht machen. Und die da auch nicht. Das sieht ein bisschen, weiß ich nicht, so komisch aus. Fächerförmig. Sieht aus wie so ein Geweih. Weiß nicht.
Ist natürlich unique, aber ich finde die ja irgendwie cool. Obwohl die mir fast zu klein sind. Also die da finde ich eigentlich. Obwohl, die sind genauso lang wie die, ne? Aber die sind so clean und sehen so schön aus. Wisst ihr, was ich meine? Die haben so. Wie so. Die erinnert mich mehr an so Tiere. Und das da, wie das da auch. Das ist so clean. Ich glaube, ich nehme die da. Kühle Farbe. Machen wir blau oder. Also, das da machen wir nicht. Und das da machen wir auch nicht. Rot. Dann müssten wir die Haare auch irgendwas rot machen. Orange. Ich guck mal, was es hier für Haarfarben gibt. Ich habe bei den Haaren schon geschaut. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich glaube, ich bleibe bei den Haaren. Kahl will ich auf keinen Fall. Kurz rasierte Schläfen. Finde ich. Irgendwie sieht es komisch aus. Hier vorne. Und das sieht. Weiß ich nicht. Rasierter Pferdeschwanz. Obwohl, es würde auch noch gehen. Also, was ich total schlimm finde, sind die langen Haare, weil die sehen so komisch aus. Die sehen nicht schön ungemacht aus. Die mittellangen würden vorne okay aussehen, aber hier hinten finde ich es nicht so schön. Und man sieht die dann meistens von hinten, ne? Aber ich glaube, ich bleibe eher bei dem da. Ich glaube, ich bleibe eher bei dem. Obwohl der da auch irgendwas hat, ne? Der hat halt auch irgendwas. Ich lasse mal kurz, nur mal kurz. Silber. Haselnuss. Asche, weiß. Das sieht halt auch voll schön aus. Dann müssten wir es aber blau machen. Feuer. Rot, orange. Ist halt dieses. Ich bin ehrlich, ich glaube, ich bleibe bei blau. Dann haben wir nämlich eine Haarfarbe. Dann ist es hier dunkel, oben ein bisschen heller. Das sieht schöner aus, glaube ich. Okay, hier haben wir es auch. Ich weiß noch nicht. Müssen wir noch gucken. Was ist hier gewöhnlich? Uiuiui. Warte mal, ich mache erstmal die Farbe. Saphir. Lichtgrau. Oh, das sieht natürlich cool aus. Aber wir machen blau. Ein dunkelblau. Saphir. Wir bleiben bei Saphir und gucken uns. Oh, das sieht natürlich schön aus. Ja. Ich würde es gerne noch ein bisschen größer machen wollen, aber es geht leider nicht in größer. Doppelpupille. Okay, hier sieht man fast nichts. Also horizontal. Das ist die Pupille halt, ne? Es tut mir leid, aber ich finde gewöhnlich eigentlich fast am schönsten. Augenfarbe haben wir schon. Hautfarbe bleich. Hell. Kastanie. Oh, das sieht auch von der Farbe her voll schön aus. Oh, guck mal die Finger an, das sehe ich jetzt erst. Hat irgendwas. Warm. Dämmerung. Oh Gott. Es ist. Ich glaube, mir ist nicht so gut. Jetzt ist mir noch weniger gut. Wald. Entflammt. Da könnten wir einen roten machen. Oh Gott. Geistererscheinung. Ja, ich weiß nicht. Oh, guck mal, das hat hier so kleine blaue. Das hat was. Ich wäre, glaube ich, experimentierfreudiger, wenn.
man es im Spiel ändern könnte. Dann wäre ich, glaube ich, ein bisschen experimentierfreudiger. Aber da man es nicht ändern kann... Die eine Gesichtszeichnung. Würde zu den Ohren ein bisschen passen. Nicht gar so viel. Ich glaube, wir machen ohne. Und dann haben wir es, oder? Ist das okay? Die Haare. Die Haare lassen mich nicht in Ruhe, aber ich glaube, wir sehen unseren Charakter von hinten. Ich meine, der hat ja meistens Edernrüstung oder so an, wenn es höher kommt. Komm, wir machen die. Wir machen die. Auch wenn es nicht ganz so meins entspricht, aber wir machen das einfach. Ja, komm. Machen wir. In deiner Partie können andere Spieler beitreten. Nein, friedlicher Modus. Kreaturen greifen dich nicht an, aber du wehrst dich bei einem Angriff. Aber du wehrst dich bei einem Angriff? Soll wahrscheinlich heißen, aber sie wehren sich, wenn ich irgendwie angreife oder so, ne? Das ist Multiplayer und... Nee, brauche ich nicht. Okay. Neue Welt. Machen wir so. YouTube Let's Play erstellen. Das ist alles aus. Perfekt. Start. Sehr schön. Oh, ich freue mich. Freue mich so sehr. So, 10 Minuten im Charaktereditor. Das ist auch eine Leistung. Aus König Waldemars Rede vor dem Vorhutkorps. Das sieht ja auch schon mal geil aus, oder? Guck mal, das ist auch blau. Alles richtig gemacht. Okay, hier haben wir nicht. Die Steuer. Es sieht halt. Guck doch mal. Warte mal. Ich muss mich anders hinstellen. Es sieht halt so cool aus. Ich mach schon wieder Bilder, ihr wisst es. Ihr wisst es, ich muss überall Bilder machen. Guck mal, wie schön blau das leuchtet. Es sieht halt so unglaublich schön aus. Was ist denn da im Wasser? Leuchtebobbel. Wer hieß Leuchtebobbel? Hieß nicht so irgendein Ding? Oh mein Gott. Hallo? Sentinel Virgil. Sei mir gegrüßt. Ich habe die Aufgabe, mich mit allen Mitgliedern der Vorhut zu treffen, bevor sie den Bau verlassen, denn ich habe wichtige Informationen. Halte Ausschau nach diesen Eulenstatuen. Sie sind überall zu finden und haben nützliche Tipps und Tricks zum Überleben. Draußen findest du Hauptmann Herne. Er hilft dir an deinen ersten Tagen außerhalb des Baus. Dankeschön. Sentinel Virgil. Der hat... Weiße? Guck mal, wie ich da stehe. Und das finde ich auch immer cool. So. Hier ist eine Eule. Denn das Überland ist reich an natürlichen Ressourcen und Nahrung. Manches kann nur mit dem richtigen Werkzeug geerntet werden. Du kannst verschiedene Werkzeuge herstellen, um natürliche Ressourcen zu ernten. Manche Ressourcen könnten nur mit bestimmten Werkzeugen geerntet werden. Also solltest du dich vorher schlau machen. Drücke V, um im Antennenmodus viel leichter verfügbare Ressourcen zu finden. Ah, Zweig, Spross, Zweig. Da hinten habe ich nichts vergessen. Ging der jetzt alleine wieder weg oder war das jetzt halt ich? Weil ich habe genau in dem Moment geklickt, als es wieder wegging.
War die Ausdauer wahrscheinlich? Nee, es war wahrscheinlich ich, okay. Harz. Kann ich hier auch was mitnehmen? Oh, guck mal, diese Details. Sieht voll schön aus. Oh, das ist da dieser Himmel. Ach, halt, was heißt Himmel? Also das ist kein Himmel, aber halt dieser Himmel hier unten. Und der sieht auch voll schön aus. Ich bin jetzt schon wieder im Sammelwahn. Hier ist wieder eine Statue. Hier ist Holz. Alright. Wenn du eine Eulenstatue untersuchst, dann bekommst du einen nützlichen Tipp. Solche Informationen werden automatisch in deinem Kompendium festgehalten, auf das du jederzeit per Inventar zugreifen kannst. Dann drücke Tab zum Öffnen des Inventars und wähle das Kompendium aus, um dir alle Tipps und Tricks anzusehen, die du bereits von den Statuen bekommen hast. Ah, okay. Und die Rede des Königs, die haben wir gar nicht. Unverzagte Vorhut. Wurde das... Nee, es war doch nur dieser eine Satz, ne, den wir gesehen haben vorhin. Die Rede des Königs. Unverzagte Vorhut. Eure Königin ist krank. Schwer krank. Daher bitte ich euch als euer König um eure Hilfe. Daher bitte ich euch als euer Königin um Hilfe. Ja, ich weiß, was du mir sagen willst. Reist in das Überland und findet ein Heilmittel, was es auch kosten mag. Seid mutig, seid tapfer und bleibt wachsam und möge euch die heilige Eule schützen. Und deswegen müssen wir rausgehen. mein Charakter ist weg. Um die Königin, um der Königin zu helfen. Hier ist noch eine Eule. Codex. Dann drücke Tab, um dein Inventar zu öffnen und wähle den Codex aus, um alle Werkbänke mitsamt den Gegenständen zu sehen, die du dort herstellen kannst. Du kannst auch sehen, welche Rüstungssets von welchem Kleinvolk hergestellt werden können, sobald du es auf und gesucht hast. Herne. Ich habe den aber noch gar nicht aufgesucht, oder? Kannst du das da mal wegmachen? Gepolsterte Armschienen, Stiefelhose, leichte Stulpen, leichte. Okay. Jo, mache ich. Warte mal kurz. Habe ich irgendwas vergessen? Nö. Da unten ist noch so ein Stiel, aber da kann ich nichts mehr mitnehmen. Ne? Das habe ich schon geerntet. So. Immer. Hier drüben war noch was. Hier war nix. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Guck mal, wie schön das aussieht. Jetzt sieht's voll schön aus mit diesem Blau und Gelb. Sehr cool. Der Bau ist ein weitreichendes Netzwerk unterirdischer Tunnel und Höhlen, in dem das kleine Volk haust. Die Tunnels sind unglaublich weit verzweigt. Es gibt mehrere Ebenen und Abzweigungen, die sich hunderte von Metern in alle Richtungen erstrecken. Sie werden durch in Kristallleuchten und improvisierte Fackeln erhellt, was für eine wohlig einladende Atmosphäre sorgt. Was auch sehr wichtig ist in diesem Spiel, wir sind nicht geschrumpft oder irgendwas, wir sind so klein. Wir gehören zu diesen kleinen Leuten. Hallo? Sentinel Ben, Sentinel AD. AD. Das Essen in der Wurzelkaserne ist in letzter Zeit ziemlich fad. Ein Glück, dass meine Schwester heute früh frische Insekteneier gebracht hat. Ja, die Übersetzung ist noch so an manchen Ecken ein bisschen holprig, aber es ist okay. Dass mir meine Schwester. Meine Frau hat ein krasses Feenomelett drauf. Krass. Solche Worte benutzt man hier. So. Hier sind Insekteneier.
Und krass. Hallo? Sentinel Puff. All you need is love. For speed repairs is a good in Builder's Hammer. Der kann nur Englisch. Sentinel Tam. Schimmel, überall Schimmel. Er schlägt auch die Hände vor dem Kopf zusammen. Nicht über dem Kopf. Das ist aber cool hier. Nur nicht so viel hämmern, sonst kracht dir alles ein. Hallo, Sentinel Kaur. Kaur. Suche nach diesen Eulenstatuen. Sie bergen nützliche Informationen in sich. Yes, mache ich. Guck mal, hier sind noch mehr Eier. Die kann ich aber nicht mitnehmen. Das ist reine Deko. Oh, sieht es schön aus alles. Hallo du. Wie heißt du? Und? Ich bin neugierig. Ich durchsuche hier gerade mal. Sogar eine Couch. Kann ich mich hinsetzen, Lena? Schade. Ich muss wieder gucken. Vorhänge. Doch bestimmt aus Spinnen. Netten, Seide und so weiter. Ich rede erstmal mit dir. Viel Glück im Überland, Vorhut. Behalte die Nerven und die Ruhe. Immer doch. Möge die heilige Eule mit dir sein, Vorhut. Du hast eine coole Rüstung an. Bekomme ich bestimmt auch mal. Ey, wie die alle, wenn du vorbeiläufst, wie die alle stramm stehen. Das finde ich cool. Oh. Oh, ich bin jetzt schon fasziniert von der Welt. Es ist so geil. Es ist so gut einfach. Sentinel Gabriel. Vorsicht, Vorhut. Da draußen sind ein paar üble Kreaturen. Was hat hier so geplatscht? Sentinel Endrick. Schon von der Königin gehört. Ich bete zur heiligen Eule, dass sie wieder ganz gesund wird. Ja. Dann bete mal, dass ich hier lebend wieder zurückkomme irgendwann mal. Aber so gesehen haben wir dann trotzdem hier eine Story, die wir dann irgendwann mal beenden werden vermutlich. Aber wir können dann wahrscheinlich immer noch weiter draußen rumstiefeln, oder? Oh, guck mal. Kleeblätter. Oh, wie schön. Ich weiß nicht, ob ich hier rumlaufen sollte. Ich tue es einfach mal. Ich weiß, dass da vorne der Weg war. Aber hey, hier gibt's Loot. Ja, ja, aber das ist ja weg. Hier drüben ist ein Spross, da komme ich aber nicht hin. Ich glaube, ich gehe erstmal den Weg weiter, weil hier geht's tief, tief runter. Oh, guck mal, hier gibt's Holz. Schon wieder voll im Loot waren. Das sieht nach nichts weiter aus. Gehen aber trotzdem. Komme ich hier durch einfach? Yes. Komme ich hier durch. Hallo. Sentinel Arthur. Hätte ich doch bloß nicht Nachtwache. In das Überland ist ja am Tag schon gefährlich in genug. Sentinel Oliver. Hauptmann Herne ist am Fuß des Hügels stationiert. Du sollst bei ihm vorstellig werden. Guck mal. Sieht voll schön aus. Das sind auch schon Schmetterlinge. So, Fotos gemacht. Warte mal kurz. Moment. Haben wir das auch? Perfekt. So. Loot, loot. Es ist zu Beginn sehr, sehr wichtig, hier alles mitzunehmen. Ich habe die Statuen gesehen. Mache ich gleich.
Hier oben war keine mehr, ne? Deine Gesundheit kann unter einer Vielzahl von Faktoren leiden. Angriffe feindlicher Kreaturen, extreme Temperaturen, Stürze aus großer Höhe oder Unterernährung. Allerdings kannst du deine Gesundheit durch heilende Verbrauchsgegenstände, ausreichend Nahrung und Schlaf wieder auffrischen. Die Eulen sehen immer ein bisschen böse aus. Auch in einem Vorschaubild. Die hat so einen Ausdruck. Glaube dir nicht. Sprinten, rutschen, ausweichen, springen, angreifen und blocken kosten dich Ausdauer. Achte darauf, dass sie dir nicht ausgeht, damit du nicht plötzlich wehrlos bist. Rutschen? Sprinten, rutschen? Ausweichen, springen? Ja, rutschen? Okay. Wir können rutschen. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Ich weiß, ich habe die V-Sicht, aber zeigt mir auch Sachen an, die ich schon hab, ne? Ist auch nicht so schlimm, wenn wir irgendwas hier nicht mitnehmen. And press M to open up the map and see your position on the overland. The map will show you the location of the other vanguards, your spawn location, your gravestones and any custom markers you add. By selecting a marker you can make it appear on the compass at the top of your screen. Die Eule kann nur Englisch. Ist aber okay, ich kann auch Englisch. Ach ja, Map. Ich mach's immer auf. Noch haben wir ja nicht alles aufgedeckt, also die ist noch, ich weiß nicht, ob das die komplette Map ist, die man jetzt schon halt bereisen kann, weil es kommen ja noch ein paar Sachen, ne? Mal gucken. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal so einen kleinen Part hier. Hier ist eine Eule. Das kleine Volk ist einfallsreich. Werkzeuge, Waffen und Nahrung lassen sich aus dem Material im Überland herstellen. Suche Herstellungsrezepte, um zu lernen, wie du neue Gegenstände herstellst. In der Regel brauchst du eine Herstellungsstation für neue Gegenstände. Doch die Vorhut weiß, wie man grundlegende Werkzeuge und Waffen auch ohne Werkbank herstellt. Öffne das Herstellungsmenü mit G, um zu sehen, welche Gegenstände du unterwegs herstellen kannst. Also wir haben hier schon einen Holzknüppel mitbekommen. Den würde ich gleich mal hier hinlegen vielleicht. Okay, also was man auf die Schnelltasten legt, hat man trotzdem noch in seinem Inventar. Nur die Rüstung nicht. Und die hat man an, okay. Ich kann schon mal zwei Hände verwenden, das ist sehr gut. Holzbeil, Holzknüppel, das ist ja der, den wir haben, ne? 6 bis 8, 5, 20, 6. 6 bis 8, 5, 20, 6, 160, ja. Perfekt. Den Hammer brauchen wir zum Bauen. Ich würde mal sagen, ich stelle mal das Holzbeil her, eine Fackel und den Hammer, weil ich es bauen kann. Lege ich mal dahin, dahin, Hammer. Die lege ich mal dahin. Das ist ein Pilzsteg. Das sind die Eier, Harz, Fasern, Holz. Muss man erstmal wieder gucken, wie die einzelnen Sachen aussehen. Leg die mal daher. Lagerfeuer, Werkbank, einfaches Bett, einfache Truhe. Okay. Bin ich schon an Pilzen vorbeigelaufen? Ich hätte... Die da kann man ja leider nicht mitnehmen. Was gibt es hier hinten zu sehen? Blätter. Ich dachte gerade, hier will schon jemand hochklettern. Hier sind Schmetter. Schmetter, Schmetter. Die kannst du nicht, ne? Nö. Nutze deine Sicht. Die Sicht. Die
Sicht? Die Sicht? Das erinnert mich an... Wie war das? War das Taktik? Warte mal kurz. Ja, die habe ich ja schon geharvestet. Ist okay. Ja. Rüstungen schützen vor verschiedenen Arten von Schaden und halten auch im kalten Winter warm. Im kalten Winter. Manche Siedler im Überland können dir neue Rüstungen herstellen, wenn du ihnen nur das nötige Material bringst. Gerne, ich komme gleich. Du musst regelmäßig essen und trinken, denn so bist du widerstandsfähiger, hast mehr Energie und bist stärker im Kampf. Im Wald findest du leckere Beeren. Du kannst Jagd auf Kreaturen im Überland machen und sogar deine eigenen Mahlzeiten zubereiten. Du kannst Nahrung roh essen oder sie und andere Verbrauchsgüter an verschiedenen Kochstellen zubereiten, um dir viele Vorteile zu sichern. Achte auf leckere Rezepte. Kann ich hier einfach mitnehmen? Habe ich jetzt getan? So, Herne. Wie sieht es nur aus? Oh no, da hat eine abgebrochene Antenne. Was ist passiert? Was ist das? Okay. Hallo, Herne. Sei mir gegrüßt, Vorhut. Willkommen im Überland. Ich bin Hauptmann Hörnest Manikabi, doch die meisten vom kleinen Volk nennen mich einfach Herne. Was kann ich für dich tun? Darf ich dich noch etwas fragen? Gewiss. Was genau möchtest du wissen? Was ist das Überland? Überland nennen wir die Welt an der Oberfläche. Dort ist es sehr gefährlich. Dort hast du nicht alle Annehmlichkeiten des Baus. Du musst dir Nahrung suchen und dir eine Schutzhütte bauen, um zu überleben. Welche Werkzeuge sollte ich herstellen? Und du solltest zuerst einen Holzknüppel, einen Bauarbeiterhammer für eine Schutzhütte und ein Holzbeil zum Ernten von Nahrung und anderer natürlicher Ressourcen im Überland herstellen. Du kannst diese grundlegenden Sachen ohne Werkbank herstellen und du brauchst nur genug Material. Der Eichenwald ist reich an Fasern und Holz, also halte danach Ausschau. Du kannst auch nützliche Ressourcen bekommen, wenn du Kreaturen jagst. Wie baue ich mir eine Schutzhütte? Zuerst musst du einen Bauarbeiterhammer herstellen. Rüste ihn aus, um mit dem Bauen zu beginnen. Vorsicht! Das Wetter im Überland kann deine Gebäude beschädigen, wenn diese kein Dach haben. Wo kann ich Nahrung finden? Nahrung findest du überall. Du musst einfach nur lernen, was essbar ist und was nicht. Pilze und wilde Erdbeeren findest du in diesem Wald, wenn du nur weißt, wo du suchen musst. Du kannst auch die Geschöpfe des Waldes jagen, manche sind sehr schmackhaft. In Kreaturen, Igitt, heilige Eule, Vorhut. Hast du immer nur Blätter gegessen? Die Organe mancher Kreaturen sind köstlich. Und wenn sie dir roh nicht schmecken, kannst du sie immer noch kochen. Du solltest ein Lagerfeuer machen und das ausprobieren. Ein Lagerfeuer machen? Es donnert. Zuerst musst du einen Bauarbeiterhammer herstellen. Rüste ihn aus, das hat er, da habe ich schon mal, das, ich habe so ein Déjà-vu gerade. Ja, weiß ich. Hammer. Alles gut. Ich möchte noch etwas fragen, bevor ich gehe. Danke, Hauptmann. Ich bin bereit. Dann geht das nur. Frag nur. Könntest du mir wohl eine Rüstung machen, Hauptmann? Gewiss, Vorhut. Doch dazu musst du mir alles nötige Material bringen. Ich möchte, dass du mir eine Rüstung machst, Hauptmann. Gepolsterte Armschienen. Das ist das, was ich gesehen habe, ne? Die brauchen viele Fasern. Schutz, Bewegungstempo, Haltbarkeit. 1+2 Bewegungstempo. Weiß nicht, ob das so viel ist in dem Spiel. Aber die haben alle... Also die haben Schutz und das hat gar nichts außer Bewegungstempo. Kälteschutz. 9 und normaler Schutz auch 1. Ich würde ja sagen, wir machen uns irgendwann mal beide, aber jetzt halt für den Beginn. Ich meine, wir haben ja Kälteschutz 3.
Ja, wir können uns die eigentlich machen und dazu brauchen wir noch ein bisschen Fasern. Wie viel brauche ich noch? Ein paar. Lass mich kurz mal raus. Ich war aber noch nicht fertig mit dem Reden. Warte kurz. Ich sollte mich hier wegen meinem Auftrag melden. Ah ja, ich habe dich schon erwartet. Der älteste Ludwig hat nach dir verlangt. Geh sofort zu ihm. Er weilt in der Höhle am Fuß des Hügels. Der älteste. Okay. Ich muss erstmal ein paar mehr Fasern sammeln. Warte mal, ich habe doch eine Fackel. Hier habe ich übrigens Schutz, wenn ich hier bin. Und ich habe Hunger, sehe ich gerade. Während des Redens verhungert. Vielleicht finde ich irgendwelche Pilze. Kann ich denn... Ja, ich kann Fackel und ein Dings verwenden. Sehr gut. Vielleicht finde ich hier irgendwelche Pilze. Ich brauche aber erstmal mehr Fasern. Damit ich eine Rüstung habe. Ja, das müsste schon reichen jetzt. Warte. Was brauche ich noch? Warte mal, ich habe... Mach mal das da unten hin. Wie sehe ich eigentlich nackt aus? Ach, wir haben so ein... Wir sind nicht ganz nackt. Wir haben so einen komischen... Was auch immer an. Gepolsterte Stiefelhose. Gepolsterte Armschienen. Hier hin. Sehr gut. Also brauche ich Oberteil, wie das aussieht. Warte mal. B und F. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass ich nicht alles mit der falschen Taste aufnehme. Also es geht ja gar nicht, aber ich will es mit der falschen Taste aufnehmen. Die Toga war es, ne? Die Toga. Toga, Toga. Die anderen können wir eigentlich auch irgendwann mal machen, wenn wir dann genug Material haben. Wenn wir genug Material haben. So, wir haben gerade Nacht. Ich sehe, wir haben schon wieder 37 Minuten. Guck mal, sind das Motten? Und da ich ihn gehört habe, dass der... wie soll ich das sagen? Wenn ich jetzt ins Hauptmenü zurückgehe... Wasser, hallo? Wenn ich ins Hauptmenü zurückgehe, dann speichert es zwar, aber mein Charakter, den spuckt es dann irgendwie so am letzten Spawnpunkt aus. Und da ich noch kein Zuhause habe, wird es mich sowieso hier wieder hinspucken. Und da wir hier noch nicht weiter sind, würde ich mal sagen, ich mache hier jetzt halt mal Schluss für diese Folge und vielleicht warte ich noch die Nacht ab, keine Ahnung. Weil viel weiter kann ich eh nicht gehen und nichts weitermachen außer farmen. Mal gucken. Aber ich hole euch dann hier wieder rein in der nächsten Folge. Und dann geht's weiter mit dem Erkunden. Wir sind noch nicht mal raus hier aus dieser Anfangshöhle. Aber ich habe halt auch viel Zeit verbraucht mit dem Charaktereditor. Aber ich finde es hier voll schön, wenn du gesagt bekommst, was du tun kannst und so weiter. Es hat schon seinen Reiz. Ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich mache mal die Fackel weg, weil... sonst verbraucht die sich nur nicht. Hier haben wir es ja hell eigentlich. Ich stelle mich mal hier hin. Kannst du mal das wegmachen? So, hallo. Dann, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der ersten Folge. Würde mich auf jeden Fall freuen zu sehen, wer alles bei dem Let's Play mit dabei ist. Was mich auch freuen würde, so eine kleine Bitte. Bitte, bitte, bitte keine Spoiler und kein Backseat Gaming. Ich möchte gerne das Spiel für mich entdecken. Manchmal stelle ich so Fragen im Spiel vor mich hin, wie geht denn das oder wo muss ich denn das holen oder wie auch immer. Das sind keine Fragen, die ich in den Kommentaren beantwortet haben möchte. Das sind einfach nur Fragen, die ich mir so stelle. Wenn ich irgendwie Hilfe brauche, dann... sage ich dann schon, jetzt könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wo finde ich zum Beispiel das und das. Weil ich möchte es lieben gerne selber entdecken. Es ist so ein schönes Spiel und man hat einfach so eine schöne neue Welt und da wäre es wirklich, wirklich schade, wenn ich gesagt bekommen würde, was ich tun soll oder wo ich irgendwas finde oder so. Das wäre so eine kleine Bitte von mir.
Schaut einfach zu, wenn ihr mögt. Habt Spaß. Lacht über meine Fails, über meine Tode. Ich bin sicher, ich werde hier sehr oft sterben. Und ja, habt einfach Spaß und seid dabei. Das wäre so das Schönste, was ihr eigentlich machen könntet. Von daher freue ich mich, wenn ihr mit dabei seid. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich gucke mal, dass ich es täglich hinbekomme. Ich glaube, dass ich es schaffen werde, jeden Tag eine Folge hochzuladen. Falls nicht, würde ich einfach im Community-Tab Bescheid geben. Aber es müsste eigentlich schon funktionieren. Dann Leute, vielen lieben Dank nochmal fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schon mal eine schöne Woche für diejenigen, die nur bei der ersten Folge reingeschaltet haben und nicht weiter gucken wollen. Ich wünsche euch auch eine schöne Woche und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.